Hallo ihr Durchgelutschen, hier sind wir wieder bei PlaySample und weiter geht es mit einem neuen Projekt, wo es jetzt wieder dunkel wird. Gestern habe ich großkotzig erzählt, ich würde was hochladen, also gestern wollte ich was hochladen. Ich lasse es sein, irgendwelche Versprechen zu machen. Es ist immer, kommt irgendwas dazwischen und dann wartet ihr drauf, freut euch da drauf und dann kriege ich nichts geschissen. Das mache ich nicht mehr, irgendwelche Versprechen geben. Weil wir auch versprochen haben, ein gewisses Spiel zu spielen, auf einer gewissen Konsole. Aber wie es dazu gekommen ist, das kann euch Trishula 22 erklären. Weil der sagte, ich bin in Erklären super spitzenmäßig, der erklärt euch das schon. So, wir machen jetzt, wie ihr schon gesehen habt, wie die Titanic. Die Titanic. Es wurde ja öfters hingeschrieben, bau mal die Titanic, dann baue ich die dahin. Ich habe ja schon ein bisschen vorgebaut gehabt, um das zu testen, und ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ich weiß es nicht. Die Dinger werden bei mir immer so monstermäßig. Ich kriege es nicht geschissen, die in etwas kleinere Ausführung zu machen. So, ich mache die hinterm Hotel, weil hier kommt ja noch ein bisschen Wasser hin. So, fangen wir jetzt an, ohne großen Blava-Malava hier. Wir machen den ersten Stein hier hin. Gehe hier, da ist das Ende von der Map. Alles klar, gehe ich noch ein Stückchen hier hin. So, den ersten Stein. Und dann hier ein, dort ein, dass das so aussieht. Das ist noch simpel. Dann kommen drei Steine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann wieder ein Stein. Und wieder ein. Immer so versetzt, hin, her, hin, her. So, dann wieder drei. 1, 2, 3. Auf der Seite auch wieder. So, haben wir das gemacht. Einer, Dreier. Jetzt kommt ein Vierer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ein Vierer haben wir gemacht. Dann zwei Zweier. 1, 2. 1, 2. Das gleiche hier auch. 1, 2. 1, 2. So. So ist ja schon einigermaßen. Was müssen wir jetzt machen? 1, 2 haben wir gemacht. Jetzt müssen wir 7 Vierer machen. 7 Vierer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Habe ich 4 genommen da? Ja, ne? 4, ja, hier auch 4. Also 3, 4 haben wir schon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, ich habe 6 jetzt gemacht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann machen wir das gleich hier auch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, mache ich erstmal einfach nur freie Schnauze. Dann können wir auch ein bisschen palavern hier so. Heute ist quasi Freitag. Ich werde quasi die Freundschaftsanfragen noch nicht annehmen. Ich werde euch dann morgen Abend so um 9 Uhr dann einfach in die Party einladen, weil wenn ich euch in die Freundschaftsliste annehme und danach euch wieder kicken werde, werdet ihr sauer sein. Das will ich ja auch nicht, weil das ist ja quasi nur ein Abonnenten-Special. Es ist jetzt nicht dazu gedacht, dass ihr in meine Freundesliste kommt. Es ist nicht böse gemeint, aber ich habe mal schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Let's Playern, sage ich schon. Mit Abonnenten, die hatte ich mal angenommen. Und ich hatte keine Sekunde Zeit, irgendwas zu bauen, nicht zu fern. Und ich online war, sofort, tschack, kleben die mir an der Backe. Und das geht mir irgendwann auf den Sack. So, ihr habt das jetzt quasi gebaut, 7 Stück. So sieht das aus, das ist jetzt die Spitze. Und dann müssen wir jetzt einfach nur lang, geradeaus, durch. Moment, warte mal, das ist die, nee, 4 Siebener, genau. Und dann müssen wir noch 9 Steine hier mal hinmachen. Genau, 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das ist die Spitze. Dann müssen wir jetzt einen versetzt und dann gehen wir volle Kanne nach hinten. Hier wieder versetzt und dann erstmal einen Trank nuckeln und dann geht's ab nach hinten. Die Kuh weg. So, jetzt erstmal locker flockig nach hinten. Ja, für morgen Abend, ich weiß ja nicht, was ihr gemacht habt, so Minecraft-mäßig, ich lade euch in eine Party ein und dann können wir 10 Minuten ein bisschen spielen.
Das nehme ich auf, wie ich gesagt habe, und dann lade ich das auf PlaySample hoch. Aber seid mir nicht sauer, wenn ich euch in die Freundesliste nicht nehme. Dann müsst ihr jeden Abonnenten nehmen. Dann heißt es wieder, warum hast du den genommen, warum hast du den nicht genommen? Und wie ich schon sagte, dann ist das permanent. Kaum bin ich online, zack, Party-Einladung, Nachricht hier, Nachricht dort, dann ist Kacke. Dann lieber so, bevor ich euch in die Freundesliste nehme und dann irgendwann sage, boah, komm, und dann zack, weg, seid ihr. Das ist auch scheiße. Darum habe ich auch jedes Mal diesen Dislike, das war ja so ein Pflaum-Heinrich, Summi-Killer, der geht mir bis heute auf Eier. Und der hat auch hier dieses H-Wort zweimal benutzt. Er ist H-Wort genommen, gesagt, in Kommentare geschrieben und danach ein bisschen Arsch geleckt. Und dann habe ich gesagt, nein, du hast das H-Wort benutzt, es wird nie wieder dazu kommen, dass ich dich annehme. Und dann hat er wieder das H-Wort benutzt. Aber er hat ja quasi ein anderes Hobby. Bei GTA gibt es ja hier diese Vergewaltigung. Da ist er ganz stolz drauf. Hat dafür 100 Millionen gekriegt, dass er von hinten durchgenudelt wurde. Gut, wenn er so ein Hobby hat, ist ja sein Ding, nicht mein Ding. Wir haben das jetzt quasi nach hinten einfach gebaut. Das ist jetzt die Spitze. Ich muss mal auf die Zeit gucken. Das ist jetzt die Spitze. Und dann... Boah, das ist Hammer. Ich muss mal von Weitem gucken, aber weiter kann ich nicht. Muss ich von hier aus gucken. Also die Spitze ist hier. Dann kommt die Spitze, dann kommt das hier. Bis dahin kommt das, der Bug, oder wie das heißt, Spitze, das Teil. Dann kommen hier die Kajüten hin, in weiß. Und da weiß ich nicht. Die Kajüten müssen noch da hinten und hier, quasi hinten. Da braucht ihr noch nicht hier dieses gleiche Muster machen wie da, weil hinten ist quasi das Ruder. Da sieht es anders aus komplett. Also nicht einfach hier die Spitze machen und zack, da ist das Boot. Wir bauen hier kein Kanu. Wir wollen die Titanic bauen. So, ich habe jetzt quasi hier das am Hotel gemacht, weil ich jetzt keine neue Welt machen wollte. Ich werde hier ein bisschen Wasser hinmachen, einen Strand hinmachen, schlack, schlack. Wichtig ist nur für euch, wenn ihr das jetzt in eine eigene Welt macht, wo Wasser da ist. Dieses Rote habe ich extra gemacht, weil das wird man, sollte man sehen. Dann kommt das Schwarze da drauf. Das gebe ich euch auch noch als Aufgabe. Das heißt jetzt quasi, ihr nudelt das. Also da hinten könnt ihr euch aussuchen. Erstmal bauen wir das bis hinten hin. Auch nicht zu weit. Je nachdem. Und dann bauen wir das von vorne nach hinten und dann entscheiden wir, dann weiß ich genau, wie lang das dann eigentlich sein soll. Aber so in der Länge. Es wird, glaube ich, noch länger werden. Und hier macht ihr jetzt komplett schwarze Wolle erstmal. Und dann nehmen wir 8 Stück. Ich muss mal gucken. 1, 2, 3 habe ich genommen. 4, 5, 6, 7, 8. So, das ist, gucke ich mal. Das ist nicht zu hoch. Weil wir bauen ja noch was hin. Das heißt jetzt für euch quasi 8 Steine komplett hochnudeln. Hier auch. Und da auch. Also immer komplett jetzt, könnt ihr sozusagen zumachen erstmal. Hier das der Boden. Da könnt ihr quasi, wenn ihr die eine Wasserwelt habt, könnt ihr unten drunter irgendwie bauen. Ich werde quasi hier einfach gucken. Ich baue ja hier quasi noch den Boden so hin, je nachdem. Das lasse ich frei. Es ist ja quasi nur hier die Titanic im Wasser. So, macht ihr quasi, wie ich euch das gezeigt habe jetzt quasi, hier einfach erst das, die Spitze bis hinten hin. Schön saftig, aber auch nicht zu viel, damit ihr nicht so wie die schwarzen Steine bauen müsst. Und dann die schwarzen Steine komplett hoch. Das ist eure erste Aufgabe für die Titanic. Dann machen wir hier quasi noch jeweils Löcher hin, aber das ist jetzt uninteressant, weil wir die Maße noch nicht haben. Ihr baut jetzt 8 Steine nach dem Prinzip, was ich gemacht habe, hin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei PlaySample wieder. Und dann heißt es wieder, wir bauen die Titanic. Das war ein kurzes Video, aber
erstmal lehrreich und da habt ihr was zu tun. Ciao.